Besuch im Musikwinkel. Heidrun Eichler, die Leiterin des Musikinstrumentenmuseums Magneukirchen, kehrte schnell noch den Sand vom Theumer Schiefer und schon war der Besuch zur Stelle. Abgeordnete Eileen Fiedler, Sprecherin für Wissenschaft, Kultur und Medien der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, in Begleitung von Parteikollegen Yvonne Magwas, Sören Vogt, Rolf Keil und Andreas Rubner, startete im Museum ihren straffen Tagesplan in Markneukirchen. Der Grund für den Besuch war unter anderem die Bewerbung des Musikwinkels zur Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Als Mitglied des Sächsischen Kultursenats war Eileen Fiedler an der Auswahlentscheidung maßgeblich beteiligt. Auf ihrem Rundgang durch das Museum sah sie sich in ihrem Engagement sicher bestätigt. Ja, dann muss man in einem Musikinstrumentenmuseum auch was vorspielen natürlich, weil sonst wird es ja langweilig. Weitere Stationen an diesem Tag waren die Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Music in Valley, das Rathaus, die Meisterwerkstatt für Metallinstrumentenbau Jürgen Vogt und die Westsächsische Hochschule Zwickau.